Ja, hallo Freunde, hier ist Christian, Paartherapeut und so weiter. Und genau, ja, mein neues Buch ist online, Lange lebe die Liebe. Ja, haben wir jetzt offiziell gestartet sozusagen. Hörbuch kommt ein bisschen später. Und ich wollte nur sagen, es gibt auch zwei Kurse, wo es umsonst dabei ist jetzt. Jeweils für 100 Mal. Einmal der Paarkurs, macht ja auch Sinn. Und dann einmal der People-Pleaser-Kurs. Und beide sind auch gleichzeitig reduziert, deutlich reduziert. Fast die Hälfte oder so. So als kleine Startaktion. Ja, findet ihr einfach, wenn ihr auf Liebeship geht, einfach die Homepage ein bisschen runterscrollt. Gut, heute haben wir mal das spaßige Thema, ja, Sexting beim auf Dating-Apps. Warum ist das so nervig oder ist es nervig oder sollte man das tolerieren? Du kannst mir auch solche Mails schreiben über ein Formular auf liebeship.de, das Kontaktformular. Und genau, von Anna Tefkola mal wieder, und sie schreibt: Hallo Christian, ich habe mal eine Frage in Bezug auf den inhaltlichen Chatverlauf im Online-Dating. Mir passiert es immer wieder, dass ich nett mit einem Mann schreibe, dann kommen plötzlich so Andeutungen wie, die ich als sexuelle Anmache verstehe. Zum Beispiel habe ich gerade Kontakt zu einem Mann, der mich sehr interessiert, weil wir chatmäßig gut viben. Ja, also kann ich nur immer wieder sagen, mach meine Dating-Kurse. Also chatmäßig viben heißt leider gar nichts, ne? Ich weiß nicht, wer das kennt, die könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also ich habe das zumindest öfter mal erlebt früher, dass du mega gewiped hast und dann triffst du dich und du weißt nach 0,5 Sekunden, weißt du, das wird nie was irgendwie. Weil es einfach optisch nicht ein Typ ist oder die Energie nicht vibet oder du weißt einfach, es wird nichts. Und dann ist das ganze Schreiben umsonst gewesen. Ne? Also möglichst schnell treffen. Nun schrieb ich, dass wir am Wochenende Besuch von einigen aus der Familie bekommen und hierfür einige Schlafplätze hergerichtet habe. Dann kommt prompt, ob denn ein Plätzchen hinter mir frei wäre. Im weiteren Chatverlauf wurde dann deutlich, dass er tatsächlich eine feste Löffelstellung meint. Was in aller Welt eine feste Löffelstellung? Will ich jetzt nicht drüber nachdenken, weil ich vermute mal irgendwas Sexuelles. Gut. Ja, das ist das Gleiche wie, wenn du schreibst, ich gehe mal duschen und darf ich mit duschen? Also jetzt nur chattechnisch, ne? Macht ja gar keinen Sinn, ne? Ich weiß ja auch von dir, weil ich es gut finde, dass es auch im Dating um Sex geht. Ja, ich meine, dafür daten wir, ne? Das ist, die Natur möchte, dass wir uns fortpflanzen. Aber gut, ist natürlich auch viel mehr geworden, kulturell überlagert und, ja, aber schon in der Anbahnung, online solche Andeutungen finde ich irgendwie schräg und grenzüberschreitend. Ja, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich finde es, würde es nie machen als Mann, weil das Problem ist ja folgendes. Ich sage ja immer Hangout, have fun, Hookups, ne? Die ewige Dating-Regel, ne? Rausgehen, Spaß haben, körperlich werden. So. Das beinhaltet aber auch eben dieses Spielerische am Anfang so, ne? Also das körperlich werden ist nur der Endpunkt und überhaupt ist es ja viel interessanter, wenn es nicht immer klar ist, wo es endet. So, ne? Also gerade für Frauen ist es, glaube ich, viel interessanter, wenn, ach, mal gucken. Deswegen ist es eigentlich auch so schön, man trifft sich nicht online, sondern, ja, was weiß ich, lernst irgendwo jemanden kennen und der sagt, gehen wir mal einen Kaffee trinken. Du weißt noch nicht mal, ob es überhaupt ein Date ist und ach, mal überlegst und mal gucken, wie geht denn das wohl weiter und bratschst dich mit deinen Freundinnen und ob das wohl ein Date ist. Das ist super spannend, ne? Aber dieses, das ist sowieso schon bei Dating-Apps. Ja, es geht um Dating, so. Und da möchte man wenigstens noch dieses Spielerische haben. Ja, mal gucken, ne? Wir treffen uns mal gucken, wie es wird und mal gucken, wo es hingeht. Und man möchte auch nicht so rüberkommen als so, oder viele Frauen oder überhaupt viele Menschen möchten auch nicht so rüberkommen als, wie soll ich jetzt mal sagen, willst du kein Slut-Shaming betreiben, aber allzu hypersexuell sind viele auch eher unangenehm. Und es ist aber auch unangenehm, dann das sowas rumzudealen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie so ein Dickpick, aber es geht eigentlich in die Richtung. Dieses so ohne, dass jemand dich kennt, der kennt dich ja nicht, ne? Und gleich, also die Frage ist immer, was ist der Subtext, ne? Also wir kommunizieren ja immer auf so einer Ebene und gleichzeitig die Art, wie wir kommunizieren, kommuniziert auch was da drunter. Und der Subtext ist, mir geht es nur um Sex, ne? Ich weiß nicht, braucht das jeden Tag oder keine Ahnung, ich brauche ganz viel Bestätigung oder ich weiß nicht.
Und mir geht's nicht um dich. Das ist, ich will dich gar nicht erst kennenlernen. Ich will sofort über Sex mit dir nachdenken. Ne? Und das ist, ich finde es eigentlich respektlos, weil er weiß ja gar nicht, ob du das möchtest. Ne? Du hast es ja nicht signalisiert, dass du jetzt gleich mit ihm so ins Sexing einsteigen möchtest. Also es nimmt ihm den ganzen diesen spielerischen Vibe und ist es auch für die meisten Frauen, wie für dich ja auch, lass sie das nicht ausreden, ist es ein Abtörner so, ne? Natürlich hat man gerne Bettsport und gehört das auch irgendwo dazu, irgendwie, klar, aber es ist so, als wenn du mit der Nachspeise anfängst und nicht mal guckst, nicht erstmal hinsetzt und die Vorspeise und dann mal gucken und ich finde, das nimmt dem Ganzen den Spaß und weiß ich nicht, das ist, ich finde, das ist eine Kommunikation, das passt vielleicht, wenn du so ins Rotlicht, da dich im Rotlichtmilieu bewegst oder auf OnlyFans oder ich weiß nicht, da passt das vielleicht, oder im Swingerclub oder auf Joy Club oder diesen ganzen Sachen, da passt das vielleicht. Aber ich persönlich finde auch, aber vielleicht bin ich da altmodisch, dass es so eine niederschwingende Energie hat, wenn man jemanden nur so darauf reduziert, so, ne? Also es hat sowas, weiß ich nicht, so als wenn wir Menschen jetzt nur diesen, sag ich mal, tierischen Anteil hätten, so, ne? Also ich finde, es hat was Niederschwingendes und ich kann das total verstehen. Ich wäre sogar als Mann davon, mich würde es irritieren und es wird gleich so ein Red Flag-Gefühl kriegen, wenn so eine Frau so, bevor man sie überhaupt getroffen hat, anfängt mit, boah, ja, boah, da geht's aber ab und so. Ich auch als Mann, würde sogar als Mann denken, ey, oh, was wird das denn jetzt, ey? Ich glaube, ich keinen Bock drauf. Also insofern, ja, aber was denkt ihr? Vielleicht sieht das ja Gen Z oder jüngere Generationen ganz anders. Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich auch wirklich interessieren. Lasst mir natürlich gerne ein Abo da, ist ja immer noch der, ich drück mal den Abo-Knopf März, ne, einfach mal abonnieren oder lasst mir gerne so ein Super-Like da oder irgendwie was, unterstützt mich gerne und ja, freue mich natürlich auch über, ja, wenn es euch gefällt, mein neues Buch, Rezensionen auf Amazon, ist gerade bei so einem Self-Publishing-Projekt natürlich wichtig und genau, freue mich immer über eure Unterstützung. Ja, vielleicht sehen wir uns in Wien, da fahren wir jetzt ja schon am Wochenende los, auf zur Lesung und dann kommt ja schon die Liebische Party, ne? Wer von euch kommt da hin? Sehen wir uns da. Bis dann, ihr Lieben.